Also zunächst einmal, ich bin völlig überrascht. Erstens über die Stimmung, zweitens über die Atmosphäre und über eure Aufgeklärtheit und was da schon alles über mich offenbar recherchiert worden ist oder in Erfahrung gebracht wurde. Weil es gibt nicht viele Leute, die über mich verbreiten oder behaupten, ich würde die Wahrheit sagen. So wichtig ist das, so Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, diese vielen, ja, stellen als Ganzes ja ein System dar. Und das ist das, was der Josef vorhin vergessen hat, das hätte ich gern ergänzt. Das Letzte war nämlich, dass wir nicht nur kontrolliert und alles Mögliche werden, sondern letztlich auch sabotiert. Also unser Lebenslauf wird sabotiert. Es wird uns vorgeschrieben, was wir wo zu leisten haben, welche Leistungen wir zu erbringen hätten, mit dem Versprechen damit verbunden, eine große Karriere machen zu können, Erfolg haben zu können, eine Familie gründen zu können, in Freiheit leben zu können und ein unbeschwertes Leben mit einem angemessenen Maß an Pflichtgefühl an der Gesellschaft leben kann, ohne verfolgt zu werden, ohne überwacht zu werden, ohne kontrolliert zu werden und ohne sabotiert zu werden. Mit diesem Glauben wachsen wir auf. Und wenn ich nach Vorarlberg komme, und das ist für mich wirklich interessant, heute das gleiche Erlebnis wie im Juni. Ich war im Juni das letzte Mal da, bei einer Veranstaltung in Dornbirn. War eine gute Stimmung und ich habe dort zu Beginn gesagt, dass ich überrascht bin über das große Interesse. Und das bin ich auch heute. Weil ich habe einen gemütlichen Abend erwartet, aber jetzt bedeutet das für mich Arbeit. Deswegen glaube ich auch nicht, nachdem man mir vorhin anvertraut hat, dass das aufgenommen wird und dann auch ins YouTube gestellt wird, dass es meinem Image nicht zuträglich wäre, wenn ich mir da gemütlich eine Zigarette anrauchen würde. Aber das ist ja ein Beispiel, von dem ich sage, hätte Philip Morris in den 70er Jahren die ersten Studien und Gutachten, die sie bekommen haben, veröffentlicht, dann hätte man vorher schon Rauchverbote gegeben. Dann hätte man vorher schon Werbeverbote für Zigaretten gegeben. Und dann wäre es vielleicht nicht so gewesen, dass ich als 15- oder 16-Jähriger, wenn man nur mal in die Lokale kommt, dort zum Rauchen anfängt. Und letztlich ist es dann auch eine Form von Sucht, weil alles, was man irgendwo braucht, kann man als Sucht bezeichnen. Und jetzt frage ich mich, warum ist ein Nahrungsmittelkonzern, vielleicht Wort Philip Morris, ist glaube ich der zweitgrößte mittlerweile, neben Unilever und Nestle, aber warum ist so ein Konzern in der Lage, über 30, 40 Jahre eine Wahrheit zu unterdrücken und in dieser Zeit eine ganze Generation vom Rauchen abhängig wird, was man ja hätte verhindern können oder vermeiden können? Ich frage mich, wie ich als Raucher reagieren würde, wenn man ab morgen die Zigarette genauso einstuft wie eine Droge. Ja? Ich meine, sie ist es ja, genauso wie Alkohol. Aber wer zieht da die Grenze? Warum darf ich Kawisen rauchen, wie man da, glaube ich, sagt, in Westösterreich, oder? Ja? Und der Stadtrat Ammann, glaube ich, hat ja in diese Richtung auch eine Bürgerrechtsbewegung in Gang gebracht und ja auch etwas erreicht, glaube ich. Aber das ist nur so eine grundsätzliche Frage. Warum darf ich Kawisen rauchen offiziell, aber die anderen Drogen darf ich schon nehmen? Also wessen Interessen stecken dahinter? Und man landet also immer wieder bei den Großkonzernen, weil das Ganze hat ja eine vertikale Hierarchie. Aber was für mich faszinierend ist, wenn ich nach Vorarlberg komme, dann spüre ich das. Ich spüre so die Atmosphäre und ich habe da drüben jetzt früher mit dem, mit einem Stadtrat etwas geblödelt. Ja? Ich habe so quasi zur Debatte gestellt, ne Moment, ich habe ein paar Bekannte in Oberitalien über den Beppe Grillo, ich habe ein paar Bekannte in Bayern und in Deutschland
Und ich habe ein paar Bekannte in Tirol und die sind schon richtig in der Stimmung, weil erst vor 14 Tagen ein OGH-Urteil veröffentlicht worden ist, das die Tiroler Bevölkerung in Aufregung versetzt hat. Worin ich, das ist jetzt aber nur eine vage Erinnerung, so wie ich es in Erinnerung habe, ist mir nur ganz schnell und kurz am Rande erzählt worden, wo also, ich glaube, Inländer beim AMS-Bezug grob benachteiligt werden gegenüber Ausländern, die also zugewandert sind. Da gibt es jetzt ein Urteil. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt sage, eine AMS-Eingliederungsbeihilfe für jemanden, der über 50 ist, ja, wird vom AMS für einen Inländer nur dann geleistet, für mich als Unternehmer, wenn ich sage, ich stelle den jetzt an, dann sagt das AMS, okay, wenn du über 50 bist und Österreicher, dann zahlen wir dem Dienstgeber 3 Monate Eingliederungsbeihilfe. Hingegen, aber wenn man bei einem Ausländer sagt, dort ist das Alter wurscht. Da könnte natürlich jeder hergehen und sagen, Alter, du fühle mich als Inländer benachteiligt. Warum kriege ich als 45-Jähriger? Ich bin 45. Ja, offiziell wäre ich arbeitslos, wenn ich nicht schreiben würde oder durchs Land ziehen würde. Aber diese Ungerechtigkeiten, ja, deswegen habe ich gesagt, ich habe in Tirol auch Freunde. Und dann haben wir so drüben so geplaudert und ich habe gesagt, na, wie wäre es, wenn wir Tirol und Vorarlberg aus Österreich oder unabhängig erklären. Es gibt ja immer wieder im Laufe der Geschichte, also wenn man die letzten 150 Jahre zurückblickt, hatten wir ungefähr 500 Unabhängigkeitserklärungen. Also das passiert ja sehr häufig. Ja? Na, wie wäre das? Und ich glaube, wir hätten Kärnten auch dazu kriegen. Dann hat der Bernd gemeint, Südtirol wäre auch noch dabei. Ja? Und dann haben wir gesagt, und dann habe ich gesagt, ich habe allerdings auch Kontakte nach Bayern. Und die Bayern sind aber auch in einer Stimmung. Ja? Und dann sind wir draufgekommen und haben gesagt, okay, jetzt hätten wir Tirol, jetzt hätten wir Vorarlberg, jetzt hätten wir Südtirol, dann hätten wir Baden-Württemberg, hätten wir auch noch dazu genommen, ja? Die Bayern. Wir hätten uns alle zusammengeschlossen und hätten gesagt, wir erklären unsere Unabhängigkeit. Und wir erlangen damit wieder unser Souverän zurück, unsere Hoheit. Und zwar unsere monetative Hoheit. Wir können wieder selbst entscheiden, ob wir Schulden eingehen oder nicht eingehen. Wir können selbst entscheiden, ob wir eine Haftung übernehmen für alle möglichen ESM-Rettungsschirme, weil davon sind wir dann entbunden, wenn wir uns unabhängig erklären. Das heißt, ein Austritt aus Österreich wäre gleichzusetzen mit einem Austritt aus der EU. Nur, wenn da Bayern und Südtirol und Tirol und alle noch dabei wären, das wäre ja lustig. Vielleicht hätte man dann auch noch ein paar andere dazu erfinden, die vielleicht mitmachen könnten. Da könnte man in kurzer Zeit groß werden. Aber wisst ihr, warum ich mich das frage? Ich frage mich das deswegen, weil ich spüre, und das habe ich auch damals am 21. Juni gesagt, ich glaube, der Veranstalter von dem Top-Info-Forum sitzt eh da vorne, versteckt hinter dem Vorhang, der liebe Thomas. War eine Top-Veranstaltung. Ich habe das damals schon gesagt, ich habe das Gefühl, da in Westösterreich, da schert man sich nicht um das, was der Wasserkopf in Wien entscheidet. Weil und ich habe mich gefragt, ja, wie wäre das wirklich, wenn das Vorarlberg machen würde, Unabhängigkeitserklärung. Man kann ja mit Hohenems anfangen, mit einem Bezirk. Nicht? Sicherlich, okay, wir haben vielleicht dann kein ÖMV, nicht? Wir haben kein Verstaatlichtes, sind an der ÖPP nicht beteiligt, aber das brauchen wir alles nicht, das ist ja wurscht. Wir können ja trotzdem arbeiten gehen, dann arbeiten wir halt im Ausland, dann machen wir halt mit dem Rest von Vorarlberg in dem Fall, mit dem Rest von Vorarlberg, auf Vereinbarung. Die Leute werden nicht nichts gegen uns haben deswegen, oder? Die werden uns ja nicht erschießen oder überfallen. Aber man könnte ja so klein anfangen und das wird immer größer. Und ich habe mich gefragt, na, was wäre der erste Grund? Und der erste Grund war der, als ich da heute runtergefahren bin oder herübergekommen bin von München über Lindau, habe ich auf der Autobahn irrsinnig viele Fotos gemacht. Weil ich mich gefragt habe, warum am Himmel, bei relativ klarem, blauen Himmel, so viele Containstreifen so lang da oben hängen. Und da habe ich mir gedacht,
das muss ich fotografieren. Da hab ich glaube, ich habe in Summe 10 oder 15 Fotos gemacht. Und das waren teilweise richtige Strickmuster. Das ist eigentlich relativ unnatürlich, und dann sind mir Wolkenformationen aufgefallen, wo man also gesehen hat, wie so unterschiedliche Böen, ja, diese Kondensstreifen dann verzerren oder verbreitern, ja, oder dehnen. Und das war für mich faszinierend, weil ich mich ja Folgendes frage. Wer entscheidet darüber, wer über den Luftraum von Vorarlberg fliegt oder fliegen darf? Das macht der Wasserkopf. Ja, und in dem Wasserkopf sitzen Leute mit, um den Ernst Happel zu zitieren, mit braunen Strich in der Hose. Und mit braunen Strich in der Hose kann man nicht Fußball spielen. Weil ich frage mich, warum der Wasserkopf da in Wien es gestatten kann, es billigen kann, es dulden kann, möglicherweise sogar fördert, dass eine ausländische Macht mit, ich will es einmal so sagen, mit ungeklärter Beladung, weil eine Beladung muss in der Regel bekannt gegeben werden. Was habe ich an Bord, wenn ich fliege? Bin ich ein Transportflieger? Bin ich von UPS, von irgendeinem Paketservice? Bin ich ein Learjet? Welche Leute sitzen an Bord? Das muss überall bekannt sein. Ja? Oder eine Passagiermaschine. Also ein Wasserkopf, der es billigt, duldet und zulässt und gestattet, möglicherweise sogar fördert, dass Flieger über unser Luftgebiet fliegen, mit einer ungeklärten Beladung, ja, und sonderbare Kondensstreifen am Himmel hinterlassen, dann täte ich mir als Vorarlberger die Frage stellen, was billigen und dulden die noch? Und wenn ich dann, weil ich gerade im Westösterreich bin, dabei lande, dass ein Drittel von der Tiroler Nutzfläche über einen Zeitraum von ungefähr 30 Jahren, 35 Jahren, dass den Tiroler Bürgern und Gemeinden ein Drittel der gesamten Nutzfläche weggenommen worden ist. Weggenommen. Und zwar übertragen in die Verfügungsgewalt von Agrana und also zum Teil, aber im Wesentlichen Raiffeisen. So. Und Tirol hat ja eigentlich in demselben Zeitraum eine ÖVP-Regierung gehabt. Und jetzt frage ich mich, wenn man das liest, was ein Verfassungsgerichtshof in sein Urteil hineinschreibt, wie er das wörtlich bezeichnet, was die ÖVP oder was die Raiffeisen da gemeinsam mit der ÖVP und mit der Tiroler Regierung gemacht hat. Nämlich diese Grundstücke in ich weiß nicht, wie viele 1000 Quadratkilometer Tirol hat. Österreich hat, glaube ich, 83.000. Ja? Wie viel davon Tirol hat, weiß ich nicht. Aber ein Drittel ist relativ viel von der Tiroler Fläche. Ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, aber wie es der VfGH bezeichnet in einem Urteil, ist unglaublich, weil er der Regierung und der ÖVP unterstellt, hier einen Rechtskunstgriff gemacht zu haben. Und das aber unverzüglich zurückzugeben hat. Und das sagt der VfGH seit 30 Jahren, seit 1984. Das letzte Urteil, das ich habe, ist aus 2008. Und sie machen es nicht. So, jetzt sehe ich da irgendwelche Strickmuster am Himmel von irgendwelchen Ausländern. Ich weiß nicht, was das ist. Und witzigerweise, wenn ich es wissen will und ich will es über ein Universitätslabor oder was untersuchen lassen, dann macht es keiner. Es will keiner machen. Wasserproben, Blutproben, was auch immer. Ja? Und in Tirol gibt man denen das Grundstück nicht zurück.
Und die kleinen Lebensversicherungssparer, die die Wandelanleihe von der Hypo gekauft haben, die müssen jetzt darauf verzichten, obwohl es mündelsicher war. Und die anderen müssen halt das, die 17 Milliarden über ihre Steuern wieder einspülen. Dafür streichen wir bei Wissenschaft, bei Schule, bei Bildung und so das Budget. Und dann landet man plötzlich bei einer Konstellation, die sehr sonderbar ist. Nämlich, man wird von einem Buchautor, von einem Kollegen, der aber gleichzeitig 15 Jahre fürs Innenministerium gearbeitet hat und dann einen Sonderauftrag erhalten hat, ihm übergeordnet war nur der Chef der Finanzprokuratur persönlich. Der war diese 15 Jahre, die er im Innenministerium tätig war, war er in Spezialeinheiten tätig, undercover, verdeckt. Und der hatte die Aufgabe, Geldflüsse in der Hypoalpe Adria auf Punkt und Beistrich rückzuverfolgen. Oder rückzuverfolgen. Das bis zu einem Betrag von ungefähr 1,8 bis knapp 2 Milliarden Euro hat er es dann auch gemacht, durchgeführt. Das ist eine sehr aufwendige Tätigkeit. Seitdem hat knapp 5 Spezialisten. Und in den Gesprächen mit dem Finanzvorstand von heute, also aktuell, die letzten 2, 3, 4 Monate, hält der dem vor, dass sie ja eigentlich da alles weiterläuft, wie das vor der Notverstaatlichung war. Und zwar insofern, weil man eigentlich nur oben 3, 4, 5 observiert hat, aber unten in den Filialen in Kroatien und so weiter laufen die Geschäfte mit diesen Leuten, mit denselben Personen genauso weiter. Und haben dann Streitereien gehabt. Also ich rede vom Jahr 2014, nicht von der Zeit, wo die Notverstaatlichung war, ja. Und dann hält er ihm auch vor, dass gewisse Bewertungen, die er auf der Aktivseite in der Bilanz vornimmt, ja völlig überbewertet sind, weil jemand, der seit 300 Tagen seinen Kredit, wo er fällig war, nicht zahlt und nicht ansatzweise einen Vorschlag macht, na, die Forderung gegen den kann ich ja nicht mit 100% in der Bilanz als Wert ausweisen, das geht ja nicht. Ja? Und dann hat er mir erzählt von einer sonderbaren Formel, die dieser Finanzvorstand im Jahr 2014 in der Hypoalpe Adria zustande bringt, nämlich indem er ein Eigenkapital darstellt bei einer Bank mit einem negativen Eigenkapital. Und es ist ihm darum gegangen, weil die Frage ist, wie hoch sind die Schulden? Und der geht her und zieht von den Gesamtschulden der Hypoalpe Adria das negative Eigenkapital ab. Und die Differenz davon sind die Schulden, die Bank hat. Das sagt ein Finanzvorstand einer Bank. Und jetzt frage ich mich, na, wer bestellt denn den? Nachdem es ja eine notverstaatlichte Bank ist, wird der von der Politik bestellt. Das erinnert mich an meine kurze TV-Konfrontation mit dem Herrn Spindelegger, die in 3 Minuten erledigt war. Und so macht ein Kollege von mir, der auch Buchautor ist und aber Spezialist ist für Wirtschaftsbetrug und diese Geldströme nachkontrolliert und vollzogen hat, über Liechtenstein bis in die Bahamas und alles. Das waren knapp 2 Milliarden Euro. Auch so seine Erfahrung. Und der sagt dann die Wahrheit, weil er hat beispielsweise einem sehr prominenten Raiffeisen-General die Nachricht ausrichten lassen, dass er sich doch vielleicht selbst anzeigen soll. Daraufhin hat er eine Woche später eine Rückmeldung bekommen, ob er nicht sich Gedanken darüber machen möchte, eine neue Aufgabe sich zu suchen oder vielleicht sich irgendwo versetzen zu lassen. Das ist dann aber so weit gegangen, dass der vor, was haben wir heute, den 28. Am 8.9. bin ich in Wien gesessen bei einer Sitzung und da war er gerade im Urlaub und kriegt von seinem Arbeitgeber, von der Hypo, die Nachricht, fristlos, aufgelöster Vertrag, während er auf Urlaub ist,
Die schicken das gleich an die APA, die Austria-Presseagentur, und das geht gleich in die Zeitung. Ja? Er hat überhaupt keine Chance gehabt. Und ein paar Tage später, in der Früh, sein BlackBerry, alles gelöscht, und sein iPad, also das Tablet, auch alles gelöscht. Lass mal jetzt einmal weg, dass die das machen und auch machen können, offenbar in der Lage sind, auf technische Möglichkeiten zuzugreifen, die wir uns nicht vorstellen können. Aber nicht nur das. Diese technischen Möglichkeiten gehen so weit, dass man in jedem Auto einen telemetrischen Chip drinnen hat. Und man nicht weiß, so kann es auch einem Kärntner Landeshauptmann passieren, und man einfach plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Aber nicht, weil man es nicht unter Kontrolle hat und alkoholisiert ist, sondern weil es einfach von außen gesteuert wird. Das geht mit solchen Fahrzeugen. Und dass man dann natürlich jemanden nach außen hin als alkoholisiert hinstellen muss, ja, der noch in irgendeiner Bar wo herumgesessen ist und als Schwulen hinstellen muss und was auch immer, aber letztlich als alkoholisiert hinstellen muss, das kommt dann so zustande, dass dieses System hergeht und sagt, naja, die erste Notfallärztin, und ich weiß das deswegen, weil ich habe die Protokolle gesehen vom Roten Kreuz, die hat man mir vorgelegt, ja? Die Protokolle vom Roten Kreuz, wann ist der Ruf reingekommen in Kärnten, dass der Landeshauptmann Haider den Unfall gehabt hat, wann war man dort, also das ist, wird auf Minute protokolliert. Ja? Und ich weiß ganz genau, wann war die Notfallsärztin dort und, und. Die Notfallsärztin und die Obduktionsärztin haben beide ein Gutachten erstellt. Haider war nicht alkoholisiert. Dann ist man hergegangen, hat ihn von Klagenfurt nach Graz transportiert. Dort hat man dann einen Gutachter beauftragt, diese Frage zu klären. Im Nachhinein sind wir draufgekommen, dass dieser Gutachter schon vorher ein gekauftes Falschgutachten einmal erstellt hat. Und nachdem er dann das Gutachten über die Alkoholisierung des Herrn Dr. Haider ausgestellt hat, ist er dann befördert worden. Und deswegen gab es dann noch ein viertes Gutachten von einem ausländischen Experten. Und wenn Sie sich das durchlesen, dann stellen Sie sich nicht mehr die Frage, kann man jetzt einen Landeshauptmann oder einen Politiker oder einen Banker oder irgendjemanden, ja, der das System gefährdet, so ausschalten, genauso wie man einen Ex-Spezialeinheiten-Mitarbeiter vom Innenministerium nach 15 Jahren genauso ausschalten kann. Und das ist auch jemand, der zwei Kinder hat, also indem man dem ganz einfach mundtot macht. Und so geht das natürlich auch bei mir. Jetzt kann man daraus schließen, dass die Versuche, die also dieses System anstellt, ja, und das machen die ja nicht nur bei so Prominenten, also wie das beispielsweise, wie soll ich das sagen, wie diese Notverstaatlichung von der Hypo abgelaufen ist, das ist ja auch so eine Sache, wo jeder die Verbindungen und die Vernetzungen und die Verwicklungen kennt. Ja? Und es ist ja nicht so schwer sein kann, eine Antwort darauf zu finden, warum man eine Transaktion als Vortäuschung nach außen hin vorwendet, um den Leuten nämlich die Hypo zu verstaatlichen, aber die in Wahrheit nur deswegen verstaatlicht worden ist, weil damit die Raiffeisen gerettet wurde. Weil die Raiffeisen eben nach den mir übermittelten Informationen zu mehr als einem Dreiviertel für diese Hypo gehaftet hätte, in letzter Konsequenz und über unterschiedliche Haftungen und Garantien, die bis zur Gründungsurkunde zurückgehen. So hatte man das eben festgestellt. Aber warum gehen die nicht her und sagen uns die Wahrheit? Warum sagen die nicht, Jungs, liebe Österreicher und Österreicherinnen, liebe Madeln, liebe Burm, hätte Heinz Konrads gesagt, wir müssen uns über ein ernstes Thema unterhalten, wir haben, glaube ich, ein bisschen einen Blödsinn gebaut
und dann anfangen und sagen, also fangen wir mal an mit der Hypo, tut uns leid, dass wir euch da 5, 6, 7 Jahre lang jetzt da zum Narren gehalten haben und blöde Untersuchungskommissionen und Untersuchungsausschüsse und dann jetzt dieses und jenes, weil es ist ja ein Nepp. Es ist ja ein Nepp. Die verkaufen sie ja für blöd. Warum geht keiner her und macht eine Erklärung? Also, wir waren beim Heinz Konrads. Also, liebe Österreicher und Österreicherinnen, tut uns leid, so ist es gelaufen, aber das war leider Gottes so und die Aussage, die halt damals der Herr Herr Finanzminister Brödl gemacht hat, dass eine Kettenreaktion verhindert wurde mit katastrophalen Ausmaßen, also die soziale Stabilität wurde schließlich gerettet, ist klar, logisch. Das hat er deswegen gesagt, weil ja natürlich im Hintergrund eine Großbank gerettet worden ist. Das war aber notwendig, weil wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es wirklich schlimm gewesen. Jetzt ist nur die Frage, und das tut uns auch leid gleich in dem Zusammenhang, ja, wir sind halt auch erpresst worden von der EU. Nicht? Brüssel hat uns halt auch unter Druck gesetzt, weil die haben gesagt, wenn wir die Raiffeisen pleite gehen lassen, weil wer soll es denn zahlen? Weil damals hat es noch keinen Rettungsschirm gegeben. Das ist eine Gefahr für den Euro. Da bricht der Euro auseinander. Also ist Druck gekommen aus Brüssel. Tut uns auch leid, haben wir gemacht. Ich weiß, wir haben braune Striche in der Hose, haben wir heute schon geklärt. Aber, und dann kommen noch ein paar andere Sachen auch dazu, das mit den Fliegern da oben und das mit dem Unfall dort und mit dem Unfall da und mit dem Verfassungsgerichtshofpräsidenten dort, mit dem Ex, nicht? Und mit dem da. Und es vergeht keine Wochen, kommt die nächste einer, Landessprecher von einer Partei. Und ich weiß, die ist vertraulich, weil dessen engster Kreis reicht also in die Polizei, Spezialeinheiten hinein, das ist nicht nur Cobra, sondern da gibt es noch andere Einheiten. Und der kennt natürlich einen, der heuer einen Einsatz gehabt hat, nämlich im Haus vom Herrn Erwin Bröll. Und da wird also so erzählt, angeblich, er hat es mir per Mail geschickt, weil sonst würde ich darüber nicht öffentlich sprechen. Ja? Wenn mir das nur jemand einmal erzählt, dann ist es mir zu wenig, diese Risiken gehe ich also nicht ein. Aber wenn uns mir 2, 3 Mal erzählt und ich frage auch nach und das ist für mich konsistent und schlüssig, dann kann ich auch öffentlich darüber reden. Aber in dem Zusammenhang kriege ich halt dann die nächste Nachricht ein, wo halt oben steht, dass ein Bröll sein viertes uneheliches Kind vorige Woche Taufe gehabt hat. Das hat er mit einer 23-jährigen Bürgermeistertochter von einem Nachbarschaftsort. Ja? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat erst vor kurzem einen langen Artikel über den Bröll gebracht, Der Verführer, hat der Titel gelautet. Ja? Also 4 uneheliche Kinder als Landeshauptmann, ich weiß es nicht, das ist, möglicherweise gibt es bei einigen sehr ausgeprägte Triebe, die halt auch als Landeshauptmann nicht mehr unter Kontrolle zu bringen sind, oder vielleicht gerade deswegen nicht unter Kontrolle zu bringen sind, weil viele fühlen sich ja dann wirklich gut. Aber es ist ja noch eins unterwegs, angeblich mit irgendeiner 28-jährigen Sekretärin. Und das ist ja nicht das Thema, weil ich wollte ja von diesem Cobra-Mitarbeiter erzählen. Der war nämlich beim Einsatz dabei. Und das war in der Nacht. Die Nachbarschaft von der Familie Bröll war sehr aufgeregt, angeblich, und in Aufruhr. Es soll furchtbar zugegangen sein im Haus. Was dann darin geendet hat, dass sie ihn im Keller eingesperrt hat. Und man weiß auch, dass er gewalttätig ist. Ja, also es gibt einige Aussagen schon dazu und auch Artikel. Aber sie hat ihn dann in den Keller eingesperrt und er hat mit dem Handy die Cobra angerufen. Die ist dann gekommen und hat ihn quasi gerettet, aus dem Keller rausgeholt, hat aber dann eine Gegenüberstellung gemacht zwischen die zwei und von dort weg darf der Erwin Bröll nicht mehr das Haus betreten. Sein eigenes Zuhause. Ob der Gerichtsbeschluss jetzt mittlerweile schon ausgesagt worden ist, weiß ich nicht. Aber solche Nachrichten kriegt man einer. Und das geht ja dann noch weiter. Nämlich, das ist ja der Grund, weshalb der Herr Bröll ja gesagt hat, dass er nicht zum Präsident kandidiert. Das ergibt ja plötzlich alles einen Sinn. Weil, und das ist die interne Meldung jetzt, die wir jetzt jüngst hereinbekommen haben, es sind ja nächstes Jahr sind ja, glaube ich, Landtagswahlen.
Und da wird der Herr Bröll aber vorher zurücktreten oder ausscheiden. Weil man kann natürlich in einem Jahr der Präsidentschaftswahlen sich sowas nicht leisten, weil man ist als ÖVP tot. Das ist die Argumentation parteiintern, wenn das aufkommt. Also, ich wünschte, ich könnte mit jemandem tauschen. Und sie würden es mir abnehmen, diese Geschichten jetzt nicht bloß als irgendwelche Märchen, weil das sind keine Informanten, die sie belästigen, ich habe auch solche. Und ich habe auch 50 Trolle auf meiner Facebook-Seite, weil die beschäftigen mich auch die ganze Zeit mit völlig trivialen Geschichten und mit dummen Fragen, wo ich sofort merke, das fragt kein normaler Mensch, das fragt nur einer, der das wo weitergeben will. Weil damit hängen ja andere rechtliche Zusammenhänge zusammen. Ja? Also man wird permanent mit Informationen gefüttert. Und diese Informationen, die ich dann rausfilter, ja, aus im Schnitt 10.000 E-Mails pro Woche und Ihnen dann an solchen Abenden erzähle, die erleichtern mir ein bisschen das Herz, weil ich mir denke, Frau Adelberg könnte sich ja wirklich unabhängig erklären. Weil das sind ja Wahnsinnige. Das sind ja Wahnsinnige. Ich werde euch was sagen. An dem 8. September, von dem ich früher erzählt habe, bin ich, das Rathaus ist ja, also in Wien ist ja keine 100 Meter vom Parlament entfernt, wenn man zu Fuß umgeht. Ja? Und wenn man dann hinten hinauf geht, dann geht man unter Arkaden vorbei. Ja? Da gibt es also einige Restaurants, wo die Nationalratsabgeordneten gerne sitzen oder die Politiker. Und ich gehe an dem Abend um 18 Uhr vorbei, sitzt dort der Herr Häupl, man kennt ihn ja oder sieht ihn ja häufig mit einem Weißen, mit einem Gläschen Weißwein. Ich war etwas gestylt mit Krawatte, weil es war eine Sitzung mit ca. 20 bis 25 Leuten, auch Parlamentariern. So, gehe vorbei und er lächelt mir kurz zu, weil ich kurz ihn registriert habe. Bin aber dann gerade weiter und war relativ hohen Tempos unterwegs. Aber er lächelt mir so richtig nett zu. Ja? Ich bin dann 10 Schritte weitergegangen, bin stehen geblieben und gesagt, wenn er mich so freundlich anlacht. Habe mich umgedreht, bin zu ihm hin, mir vorgestellt und gesagt, Scott, der Bürgermeister, Friedmann, wissen Sie, ich musste Sie jetzt ansprechen, weil Sie haben mich vorhin mit einer besonderen Freundlichkeit angelächelt und das ist mir aufgefallen. Ja, bin ja freundlich. Ich lächle ja gern freundlich. Habe ich gesagt, wissen Sie, und jetzt habe ich mir gedacht, das ist eine Gelegenheit, weil an Sie hätte ich nicht gedacht. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn ich mit Ihnen ein Gespräch führen würde und ich würde gerne einen Termin mit Ihnen ausmachen. Aber jetzt geben Sie mir nicht irgendeine Nummer von einer Sekretärin, wo dann meine Sekretärin 27 Mal anrufen muss, sondern ein Telefonat und dann machen wir bitte einen Termin aus und dann würde ich gerne mit Ihnen ein Gespräch führen. Ja. Kein Problem, rufen Sie an, oben 4000, 8, 4 mal die 1, das ist mein Sekretariat, geben Sie Bescheid. Habe ich gesagt, eine Stunde, wenn wir brauchen. Hat er gesagt, naja, eine halbe Stunde wird auch reichen. Habe ich gesagt, nur für Sie reichen 10 Minuten, Herr Bürgermeister. Den Rest werden wir für was anderes vielleicht nutzen. Aber es ist trotzdem nett, wir haben dann noch ein, zwei belanglose Sätze gewechselt. Aber interessant ist eins, als die da hat es irgendeine Stiftung gegeben in Wien, die hat der Gemeinde gehört und der SPÖ, das war die AVZ-Stiftung. Die hat die Eigentumsanteile von der Z-Sparkasse, glaube ich, gehabt, bevor sie mit der Länderbank dann zur Bank Austria fusioniert worden ist. Nicht? Anfang der 90er Jahre. Und da sind, glaube ich, 1,7 Milliarden Euro oder 1,8, ich weiß es nicht auswendig, spielt aber keine Rolle. Also es sind zwischen 1,7 und 2 Milliarden Euro an Verkaufserlös geflossen. Das ist aber über eine Stiftung, über eine Privatstiftung von Herrn Häupl abgewickelt worden. Ich habe letztens mit einem Politiker darüber geredet, mit einem Wiener Gemeindepolitiker. Ja,
die haben das rechtlich, wir haben uns das angeschaut, rechtlich. Ich habe den gefragt, habt ihr da eure Anwälte nicht das anschauen lassen, dass der Verkaufserlös von, aus eigentlich Steuergeld oder aus Bürgergeld, aus Gemeindegeld, ja? Weil die Gemeinde war ja Eigentümer der Bank und nicht, der, und nicht die SPÖ. Das ist ja ein Riesenunterschied. Aber er hat das als Bürgermeister stellvertretend für die SPÖ oder für die Gemeinde, darf er das, eine Privatstiftung machen, wenn die Ausschüttungen oder der Stiftungszweck dann schließlich ja dem Gemeindewohl wieder zukommt. So. Die haben aber in der Zwischenzeit nicht nur ein bisschen was in die, beim Madoff angelegt oder mit der Medici-Bank zu tun gehabt, sondern es gibt Mitarbeiter im Vorstand dieser Stiftung und auch Mitarbeiter in der Bank, die die Wertentwicklung dieser Stiftung kennen. Und der ist aktuell, ich glaube Juni 2014, 65 Millionen. Also es ist wurscht, ob man sich die ÖVP anschaut, ob der Bröll heißt oder Spindelecker. Oder noch einmal Bröll, jetzt haben wir schon zwei Brölls. Oder das, was sie in Tirol machen. Es ist völlig wurscht, welche Partei und welche Farbe man sich anschaut. Natürlich kann man dem Haider vorwerfen, dass er Machaleukes gemacht hat da mit der Hypo. Na logisch. Ja klar kann ich in 10 Jahren eine Bilanzsumme um 6-fache aufblasen, wenn ich mit meinem neuen Regierungspartner, mit dem Herrn Schüssel, der ja aus der ÖVP gekommen ist, einfach so eine enge Zusammenarbeit habe, dass mir die Raiffeisen erklärt, wie das läuft. Deswegen ist sie ja in der Haftung auch drinnen gehängt. So. Die Kärntner und der Haider haben ja keine Ahnung gehabt vom Bankgeschäft. Jetzt hat man ihnen erklärt, wie man das macht. Man expandiert. Man blast die Bilanz auf, indem man in kreditunwürdige Regionen expandiert. Aber warum macht man das? Man macht es nicht deswegen, weil man glaubt, dass die Kredite, die man da unten in Kroatien oder in Bosnien oder in Herzegowina oder in Slowenien vergibt, dass die wieder zurückkommen. Der Zweck von so einer Expansion besteht darin, dass durch die Kreditverträge die Banken als Pfandrecht das Grundstück haben. Das ist das, worauf die Bank aus ist. Sie will Besitz. Und deswegen wählt man dann, und das war bei der Hypo so, es gab damals also so 10-minütige, so kurze Werbespots im Hauptabendprogramm, also in den Werbeblöcken vom Hauptabendprogramm, die waren so 20, 30 Sekunden, wo so junge Pärchen, Studenten in eine Bank reingehen und dann wird die Werbung dort gemacht für die Hypo Alpe Adria Group. Nein, bei uns brauchst du keinen Einkommensnachweis, du brauchst keine Sicherheit, du brauchst das nicht, du kannst den Kredit so haben. So haben die Werbung gemacht und das haben die Leute natürlich gemacht. Am beliebtesten waren natürlich diese Finanzierungen für Grundstücke in der Nähe von der Küste. Aber es ist nur darum gegangen, diese Grundstücke sich einzuverleiben. Man hat die Leute dazu verlockt. Und man hat dann in der Zwischenzeit irgendwann einmal so eine Größe erreicht, dass man Market Maker war. Man hat plötzlich mit unten mit den... Wenn sie einmal eine Größe erreichen wirtschaftlich in so einem Land, dann reden sie halt mit dem Militär und dann reden sie halt mit dem und dann reden sie halt mit dem. Und in einer Zeit, wo da unten Krieg geführt wird, na, da wird halt das eine oder das andere mitfinanziert und schon erledigt. Also, der Haider hat es ja gelernt. Und wisst ihr was, ich würde am liebsten keinen von den drei irgendeinen Vorwurf machen. Von den drei Farben, sage ich jetzt einmal. Weil, ich habe ihn nie gewählt, in meinem Leben nie gewählt. Und ich habe eine, wie soll ich das jetzt sagen, ich habe gewisse Parallelen zu eigenen Erfahrungen zu ihm ziehen können, was seinen Habitus und sein Verhaltensmuster angeht. Und das ist eines, das sehr patriarchalisch ist. Ja? Und ich habe aus diesem Grund ein Problem mit solchen Leuten, die nämlich durch Drohung und nicht durch Überzeugung, ja, andere zu Handlungen bewegen wollen.
Und das muss man, wenn man Politik machen muss. Das ist etwas, was ich nicht kenne. Deswegen sage ich auch, wenn ich das machen muss, dann ist es besser, ich mache es nicht. Weil dann mache ich es so, wie es wirklich gemacht gehört. Aber Tatsache ist, die haben nichts verändert in diesem Land. Mir sitzen Nationalratsabgeordnete gegenüber, aus dieser, die waren einmal in dieser Partei oder andere, auch Grüne, hohe, hochrangige. Die haben nichts geändert. Wenn Sie mit denen über Konzepte reden, wenn Sie die fragen, was, wie können Sie das bitte zulassen? Ihr bringt ja gar nichts weiter. Ihr sudert da jahrelang um ein Dumm, stellt sich irgendwelche Anträge über Untersuchungskommission oder was auch immer, aber letzten Endes wisst ihr eh schon im Vorhinein, wie es ausgeht. Also, wenn ich da in meinem Luftraum ein Strickmuster im Himmel entdecken muss, ohne zu wissen, was das ist, und es könnte eine Gefahr damit verbunden sein, dann frage ich mich eins. Wenn wir in der Lage wären, mit demselben psychologischen Effekt von einem 9-11, ja, alle wach zu rütteln, in kurzer Zeit, und zu sagen, hey, das, es ist ungefähr so, wie wenn ein ganzes Geschwader mit 1000 Kampfjets auf unser Land zufliegt, es ist Alarm. Na? Unsere Politik, auch die Oppositionspolitik, sudert um und um. So, und der Haider, und da bin ich aber erst draufgekommen, weil ich auch mit seiner Schwester sprechen hätte sollen und mit anderen aus seinem Umfeld. Da bin ich draufgekommen, dass der eigentlich, weil ich habe mir dann einige Interviews angeschaut, ich hatte Fotos gesehen von italienischen Journalisten, die früher dort waren als die Polizei. Vom Wrack, vom Auto, etc., etc. Aber ich frage mich, wie kann man das wirklich ändern? Weil die Opposition bringt nichts weiter. Und du kannst am Pilz oder am, von mir aus auch am Strolz oder Strobel, ich weiß nicht, wie der heißt, oder am Stronach oder was auch immer, du kannst von denen nicht erwarten, dass die was weiterbringen. Das funktioniert einfach nicht, weil die tun nur Spielchen betreiben. Die eine Partei geht mit Kärtchen ins Parlament und macht dann Partys unten im Keller. Es ist ein Armutszeichen, es ist ein Bummelzug. Die haben keine Ahnung, was da passiert. Die haben keine Ahnung, was passiert, weil diese ganzen Spielereien, die wir da sehen in der Politik, die haben alle einen Schutzpatron. Und der Schutzpatron ist der, der das Geld dafür hergibt. Weil der das Geld dafür hergibt, der kauft sich ja bei den Medien ein und der kontrolliert dann, was über wen verbreitet wird. Wenn Sie als Politiker etwas gegen die Raiffeisen sagen würden, und das hat der Haider ja gemacht, ein paar Tage vorher, in einer Elefantenrunde, wo der Molterer gesessen ist, der Feimann gesessen ist, der Strache gesessen ist, da hat er es ja gemacht. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ja? Wenn Sie als Politiker gegen die Raiffeisen irgendwas sagen, sie kann sie medial wirklich abschlachten. Das könnte sie. Und sie kann Dinge inszenieren, die sind unglaublich. Mir hat dieser Landessprecher von dieser einen Partei, die ich vorhin erwähnt habe, durch seine Kontakte ins Innenministerium erzählt, dass der ihm berichtet hat, dass es so Zeiten gegeben hat, wo im Schnitt ein- bis zweimal im Monat im Ministerium Anfragen für Spezialaufträge reingekommen sind. Und es ist kein Problem beim Politiker, beim Pfarrer, beim Gerichtshofspräsidenten, beim Staatsanwalt, ja, auf seinen Computer ein paar kinderpornografische Bilder hinaufzuspielen. Und zwar so, dass es ausschaut, dass er schon seit 5 Jahren drauf hat. Das ist kein Problem. Das geht. Und diese Leute berichten darüber, die erzählen darüber.
Ja? Ich sage immer wieder, warum? Geht's ja nicht her und formiert sich so, dass einmal 20 Personen, die in der Öffentlichkeit eine anerkannte Meinung haben, und da gibt es mehr als 20, mit denen ich gesprochen habe, ist egal, ob das Professoren sind, ob das Leute sind, die hoch dekoriert worden sind von der Republik mit unzähligen Titeln, Ökonomierat, Kommerzialrat, Honorarprofessor, was weiß ich, also wo der Titel länger ist als der Name, ja, und der hat aber 5 Silben. Die könnten das alle, sie tun es auch. Sie tun es auch. Am 8.9., am selben Tag, als ich diese Sitzung in Wien hatte, ich war völlig verblüfft, kommt eine E-Mail bei mir rein von Professor, Honorarprofessor Dr. Heinrich Wohlmeier, eine Ikone in der Rechtslehre und Rechtswissenschaft, ist ein Brief. Und ich hatte 3 Tage vorher mit ihm ein 3-stündiges Gespräch gehabt in Wien, wo wir unter anderem auch über den Ernst Happel gesprochen haben, mit den Unterhosen. Und 3 Tage später schickt er einen Brief an den Herrn Bundeskanzler Faymann, an den Herrn Wirtschaftsminister Mitterlehner, an den Herrn Hans-Jörg Schelling, an den Herrn Christoph Leitl und an den Herrn Außenminister Kurz. Und da steht unter anderem der letzte Satz im ersten Absatz. Und ich zitiere die apokalyptische Aussage, dass die Feigen beim letzten Gericht noch vor den Untätern zur Verantwortung gezogen werden. Können Sie sich vorstellen, was er denen geschrieben hat? Vor dieses Jahr, 8.9., vor 3 Wochen. Ich habe es verbreitet über Facebook, weil ich es unterstützt habe. Er ist ja auch dafür, dass sich Tirol und Vorarlberg unter anderem nebst ganz Österreich aus der EU zurückzieht. Er ist dafür und er hat ja eine Bürgerinitiative eine Volksbefragung oder Volksbegehren, irgend so etwas, ich weiß es nicht jetzt auswendig, im Laufen, braucht aber nur mehr, ich glaube, 1000 Unterschriften. Aber letztlich hat er die Herrschaften darauf aufmerksam gemacht, dass sie feige sind, dass sie sich unterwerfen, und das sagt er wörtlich, vor der Versklavung durch das System mit der EU, durch das Diktat, das von der NATO kommt, durch das Diktat, das vom Internationalen Währungsfonds kommt und durch das Diktat, das von der Europäischen Zentralbank kommt. Ja? Das hat er durchschaut, und einer seiner Mitstreiter aus Deutschland, der Professor Schachtschneider, der hat ja schon beim Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe erfolgreich 2 Beschwerden eingereicht, nämlich unter anderem gegen den ESM-Rettungsschirm und auch gegen dieses Diktat, weil die Deutschen haben auch ihre monetative Hoheit verloren, nicht nur Österreich. Und das wissen auch die Bayern. Also wir haben eine wirklich spannende Situation politisch. Ja? Etwas, was wir ständig außen beobachtet haben, ja? Überall gibt es Unabhängigkeitserklärungen und dann gibt es wieder die Regierung, die das dann wieder verhindern will und unterdrücken will. Ist völlig wurscht, wenn wir die letzten 30 Jahre zurückblicken. Gibt's ja, man, Palästina gibt es ja schon seit 50 Jahren oder länger. Ja? Aber es gibt andere, die haben weniger lang gedauert. Ist egal, ob Ägypten oder Syrien oder Türkei. Ist überall immer wieder Niederschlagungen, ja? Von einem System. Und jetzt ist es halt die Ukraine. Aber man stellt eines fest, aber Wohlmeier muss sich ja Gedanken dabei gemacht haben, und ich habe mir das angeschaut und ich habe ihm das auch gesagt am 5. September, nämlich, sind Sie doch ehrlich, wenn ich als so große Organisation wie NATO oder IWF oder US-Zentralbank denke, ja, und ich habe ein Interesse, weil das Geschäftsmodell einer Bank ist darauf ausgerichtet, Kredite zu vergeben.
Weil wenn ich keinen mehr habe, dem ich Kredite geben kann, brauche ich kein Bankgeschäft mehr. Ja? So. Aber das tue ich ja am besten und am effizientesten, indem ich Krisenherde hervorrufe oder auslöse, weil dort wird ja dann der Bedarf nach Rüstung und nach Finanzierung für Streitgerät größer. Ist ja logisch. Man muss diesen Zusammenhang ja auch einmal sehen. So. Jetzt habe ich gesagt, ist doch sonderbar, wenn wir in den Weltraum aufsteigen würden und wir würden auf den europäischen Kontinenten blicken, ja, dann haben wir eigentlich die ganze nordafrikanische Nordküste entlang Krisenherde. Von Libyen angefangen, über Tunesien, Ägypten, dann gehen wir weiter bei Palästina, Israel, nicht? Dann geht es weiter bei Syrien, dann bin ich schon Türkei, Ukraine, bis ganz auf. Europa ist umzingelt und belagert von Krisenherden. Warum? Führen wir Krieg? Und überall sind unsere Streitkräfte. Oder die der EU. Okay, wir machen halt nur das Lazarett hinten und ein bisschen Versorgung oder Kochen, ja, und Rotkreuzdienste. Aber ist ja wurscht. Ja, gegen wen führen wir Krieg? Warum? Wird uns nicht. Aber durch diese Destabilisierungen, die uns umzingeln, flüchten die Leute alle zu uns einer. Wir müssen die ganzen Flüchtlinge auffangen. So destabilisieren sie einen ganzen Kontinent mit 20, 30 Ländern, weil sie diese Länder, und wir sind die EU, ja, letztlich permanent einer Zerreißprobe ausliefern. Du musst dann Rettungsschirm machen, da ist wieder der dagegen und der dafür, da wird dann gestritten. Du musst das machen, du musst mehr Flüchtlinge aufnehmen. Wir sind permanent beschäftigt. Rufen wir diese Beschäftigung selbst hervor? Wenn das unsere Politiker in Brüssel bestimmen und damit verantwortlich sind, und ich habe das Gefühl, die sind es, weil Erasmussen ist ein Däne. Nicht? Und die Lagarde ist eine Französin. Und der EZB-Chef ist ein Italiener. Und der Herr Jean-Claude Juncker ist ein Luxemburger. Und der andere ist ein Deutscher. Also, ich meine, wir führen Krieg. Rundherum um unseren ganzen Kontinenten, das haben wir nicht einmal, wird Krieg geführt. So, jetzt wird der ganze Kontinent destabilisiert. Irgendwann einmal wird eine Großmacht kippen. Irgendwann einmal wird eine WO geben. Oder man zettelt, aus welchen Gründen auch immer, jetzt mit der Ukraine irgendetwas an. Ja? Und nutzt dann das als Vorwand, um dann zu sagen, so, jetzt haben wir so viel Kosten gehabt für diese Operation, wie auch immer die dann nennen oder genannt wird, ja, haben wir so viel Kosten gehabt, wir stellen jetzt das Geldsystem auf einmal um und machen das so. Das könnt ihr gut vorbereiten, weil nächstes Jahr werden die neuen E-Cards ausgeteilt in Österreich. 2015, 6 Millionen E-Cards. Muss jeder neue E-Card holen. Keiner von uns weiß, was in dem Chip drinnen ist. Ja? Aber wir könnten es dann in Zukunft, das wird unser Bargeld sein und dann wissen sie alles. Also wir sehen das alles nicht. Aber was da parallel und rundherum so läuft und einen Zusammenhang haben könnte, zeichnet uns Risiken auf, an die wir im Alltag nicht denken. Und für mich ist es immer wieder eine kleine Katastrophe, weil ich muss mich mit meiner eh schon sehr angeschlagenen und sehr verletzten Seele, ja, mit Geschichten auseinandersetzen, wo ich den Eindruck bekomme, dass es Leute gibt, die sich zwar trauen würden, aber dass es noch zu wenige sind. Dass es noch immer zu wenige sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so hoffnungslos ist. Aber es sind die Jungen, die es wieder machen müssen. Umgekehrt bin ich aber stolz darauf, dass die Alten, die aus der Generation kommen, die den Zweiten Weltkrieg nur erlebt haben, hergehen und sagen, und zwar direkt ihre Regierung anschreiben, weil der hat ja Kontakt dorthin. Der hat mir ja von Gesprächen erzählt, wo er mit dem Chef von der Finanzprokuratur zum Spindelecker gegangen ist. Ausgemacht waren 20 Minuten, wurden es 2 Stunden. Ja? Und dann Einzelheiten und Details über die Hyper, wo sie sagen, es ist unglaublich. Und er weiß es ja.
Also er wird ja einen Grund haben, warum er die Regierung massiv auffordert, das und das und das nicht zu tun. Weder mit der NATO mitzuspielen, noch mit der EU mitzuspielen und aus der EU auszutreten. Das sind ja keine dummen Leute. Nur, das wird von den Medien unterdrückt, weil normalerweise müsste das auf dem Titelblatt von der Krone stehen. Weil wenn ein hochdekorierter Experte, Rechtsgelehrter, gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen, der auch Verfassungsexperte und Professor ist, zum gleichen Ergebnis kommt, warum sind dann die Medien nicht in der Lage, das so zu deponieren, dass auch das Volk sich diese Frage stellen kann? Weil wir werden mit der Frage ja nicht konfrontiert. Wir sitzen, weil wir können nicht davonlaufen als Land, wir sitzen in einem Kontinent fest, wo ein Militärbündnis, und wer sich die Statuten von der NATO angeschaut hat, der kann sich einen Eindruck verschaffen, was die sich damals gedacht haben. Da geht es um Friedenssicherung. Da geht es um Verteidigung im Notfall. Die zetteln wo Krisen an und rechtfertigen dann ihr gesamtes Einschreiten, weil es zufällig ein Bündnispartner war. Und so haben sie es immer gemacht. Sie haben es immer so gemacht. Vietnam, Irak, Afghanistan, ist völlig wurscht. Sie haben es immer mit einem Fake gemacht. Und ich schließe daher auch nicht zu 100% aus, man kann es nicht mehr aufgrund der Informationen, dass 9-11 auch Fake war. Und man kennt ja diese Filme, diese Dokumentation, hat sich ja auch der ORF, der ZDF und große wirklich Sender damit auseinandergesetzt. Aber man hat halt Schiss. Das heißt, vom Finanzminister angefangen über die halberte Regierungsriege, wäre eigentlich fast die ganze, die haben Schiss. Sie sind einem System ausgeliefert und unterworfen, das sie abhängig gemacht hat vom Geld. Ein Raiffeisen bringt heute, oder der Banksektor bringt heute die Wirtschaftsminister, die Finanzminister und welche ja immer vor. Die letzten Jahre, schaut sich die an, von Vanitzka an, von Lazina, das geht so weiter. Jeder hängt in irgendeiner Bank drin. Der Grasser war in der Meindlbank drin, der Bröll war ja vorher in der Raiffeisen, der Schelling ist von der Volksbank, ist völlig wurscht. Die Banker bestimmen die Politik, die Banker formulieren die Gesetze. Die Banker beschreiben, was zu passieren hat. Die Banker verfolgen, was mir passiert. Ich habe jetzt vor kurzem eine Sachverhaltsdarstellung ins Internet gestellt. Das wird dann im Bankster Club 2 auch abgedruckt sein. Unter anderem hat es einige Kapitel abgedeckt. Oder wir haben Fotos gemacht von denen, die uns verfolgt haben. Und ich habe mittlerweile auch die Honorarrechnungen von diesen Observanten, die mich verfolgt haben und beobachtet haben. Ja? Was die Sparkasse, über die ich ja geschrieben habe, denen alles bezahlt hat. Wie viel zigtausend Euro das waren. Dass aber die... ich muss ja lachen. Naja, die tun sich schwer, weißt? Weil wenn ich meinen Personenschutz mit habe, dann sind zwei mit, einer fährt hinter mir 200 Meter oder 300 und einer fährt vor mir 200, 300 Meter. Ja? Das hat ja einen Grund. Aber der wichtigste Grund ist der, dass wenn die nicht wissen, dass mein Personenschutz auch da ist, weil die packen nicht mit mir ein und steigen aus. Ja? Sondern die haben mein Auto ständig im Auge, während ich wo bin. Aber wenn du dann halt irgendwo unterwegs bist auf der Autobahn und du fährst kurz ab und wechselst halt das Auto, das ist dann oft mühsam. Ich habe Autos, wo ich überall eine Beauty-Kiste drin habe und überall ein Nothemd. Ja. Wirklich, habe ich Zeiten gehabt, es war großartig. Aber die Jungs checken das natürlich nicht, weil die warten irgendwo vorn und wenn dann ich wieder vorbeikomme mit meinem Auto, dann fahren sie mir nach, aber da bin ich dann nicht mehr drinnen. Wir haben das auch in Tiefgaragen gehabt, solche Aktionen. Also, wenn man dann mit der Tatsache konfrontiert wird, dass die einen vernichten wollen, wirtschaftlich, mit einer Prozessflut, ja, wo sie Entschädigungsforderungen stellen,
die an den Haaren herbeigezogen sind, mit Vorwänden, dann kann die der, legt die mit einer Bank an, die kann mit dir jahrelang prozessieren. Bei mir waren es im Posteingangsordner von den E-Mails, waren es 280, und nachdem ich 5 Server habe, waren es in Summe 17. 17 Klagen. Ja? Und das aber in einer Zeit von einem Monat. Also ich habe Tage gehabt, wo jeden Tag eine neue Klage reinbekommen habe. Jetzt soll mir jemand erklären, dass die nicht psychisch krank sind. Aber was wollen die? Die wollen die Wahrheit unterdrücken. Und das war ja das Stichwort, das der Josef hatte. Jesus, darf, na, das haben wir gesagt, darf ich nicht, wie lange habe ich denn schon geredet? Wo die Zeit vergeht. Ja, ja. Also mir kommt es jetzt nicht kurz vor. Ich will einen Schluck Wasser jetzt mal trinken. Vielleicht kann ich damit meiner Sucht entgegenwirken. Ich beneide euch jedenfalls. Muss ich vorstellen, wir haben die natürlich zur Rede gestellt, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Oder er hat sich selbst zur Rede gestellt, weil es um die Frage gegangen ist, warum schicken die mir Observanten und Detektive hinterher? Mehrere Autos, mehrere Leute. Wisst ihr, was die Erklärung war? Ja, wir hatten das Buch bestellt, aber wir haben es nie gekriegt. Und jetzt waren wir gezwungen, Detektive zu engagieren, die auf die Veranstaltung fahren und dort das Buch kaufen. 2 Autos, 4 Leute. Und dann aber noch was, fahren 400 Kilometer. Um ein Buch zu kaufen. Das heißt, ein Bankmanagement ist imstande, um ein Buch im Gegenwert von 24,90 zu erwerben, einen Aufwand zu betreiben von rund 5.000 Euro. Das muss man sich vorstellen. Jetzt muss man sich vorstellen, wie die die Bankgeschäfte machen. Wenn die dort genauso rechnen, dann wundert mich nicht, dass die alle hin sind. Aber das war die Erklärung, das muss man sich vorstellen. Und dann schreiben die Dinge hinein in ihre Anschuldigungen und Klageschriften, die so unvorstellbar sind, dass man sich die Frage stellen muss, womit die eigentlich spekulieren. Weil die müssen ja damit spekulieren, dass das, was sie da hineinschreiben, nie aufgedeckt wird, warum man das hineinschreibt. Das geht sanktionslos vorüber. Er kann das einfach hineinschreiben. Das kann aber nur jemand tun, der, und da spanne ich jetzt den Bogen wieder zu meiner Ausgangssituation zurück, das kann nur der tun, der in die Justiz hineinreicht oder hineinwirken kann. Na, wie macht man das? Das macht man so, indem man seine Töchter, seine Söhne, seine Nichten, seine Neffen, seine Cousins oder was auch immer, indem aus den obersten Führungsebenen der Banken, deren Kinder und Verwandte nun mal in den Justizapparat hineingebracht werden. Und dort wird dann ja auch nichts anderes als Inzucht betrieben. Ja? Weil es ist kein Einzelfall, ich kann Ihnen einige nennen, ja, wo ich den Richtervater kenne und dann auch die Richtertochter oder den Richtersohn. Das ist normal und da gibt es viele. Ja? Also wenn ich da von Inzucht spreche, dann ist das nicht so weit hergeholt. Aber die Banken senden dort ihre Leute hin und gewisse Anzeigen oder Sachverhaltsdarstellungen gegen Bankmanager oder Banken oder banknahe Rechtsanwälte, wie in meinem Fall, landen dann auf dem Tisch von gewissen Staatsanwältinnen, die zufällig die Töchter oder die Tochter vom Raiffeisen-General ist. Und wenn du im Google eingibst ihren Namen, taucht sie witzigerweise genau neben dem Generaldirektor der Sparkasse auf, gegen den du gerade ein Buch, also über den du gerade recherchiert hast. Und da bin ich jetzt bei der Ausgangsfrage oder beim Ausgangsthema, wo ich einen Kollegen von mir erwähnt habe, den man jetzt mittlerweile innerhalb von einem Tag suspendiert hat. Der war nämlich sehr erstaunt über die Tatsache, das war nämlich der Grund, weshalb er mich kontaktiert hat. Er war erschüttert, weil er in Summe, ich glaube, knapp 80 Anzeigen gemacht hat, während er diese 2 Milliarden Euro rückverfolgt hat.
Und er hat sich nach einer gewissen Zeit sehr verwundert darüber, warum diese Sachen entweder niedergelegt werden oder warum sie nicht verfolgt werden, warum sie nicht aufgegriffen werden, warum die Staatsanwaltschaft das nicht tut. Und wie er mir das so erzählt, fällt mir plötzlich ein Richter ein, mit dem ich vor 1,5 Monaten ein kurzes Gespräch gehabt habe bei ihm im Büro, der mir sagt, in einem vertraulichen Gespräch, macht er plötzlich seinen Kasten auf, schiebt seine Tür auf die Seiten, wir waren in seinem Büro, die Tür zugemacht, und holt so einen Stapel Papier raus. Es ist um die steirische Hypothese gegangen, 880 Seiten Urteil. Und wisst ihr, was er sagt zu mir? Er sagt, was mich am meisten wundert, ist, dass eigentlich der ganze Vorstand und der Aufsichtsrat da hätte sitzen müssen. Und es wird aber nicht verfolgt. Vielleicht kommt noch was oder vielleicht kommt nichts. Also, als Tiroler, ich weiß nicht, wann es war, war es 1809 oder 1804 oder der berühmte Satz, Mann der Zeit ist, ja? Oder als Vorarlberger, ich weiß nicht, als Westösterreicher, da muss man ja so, da muss ja, es müssen ja irgendwo die Glocken läuten, wo man sagt, na, wenn es so zugeht, dass das verduscht wird, dann entweder wissen die da was, was da im Hintergrund läuft in diesen Banken, entweder weiß die Justiz und die Anklagebehörde, dass dieses Bankgeschäft ja eigentlich jetzt kurz vor seinem Ende steht, aber dass das geplant ist und dass sie in der Zwischenzeit eigentlich die Verantwortlichen nicht in dem Ausmaße verfolgen, weil es eine Unruhe im Land auslösen könnte? Ja, so, ich frage mich eins. Wenn ich ab morgen das Bankwesen abschaffen würde, also wie auf Knopfdruck, ja, dann würde einmal eins passieren. Fangen wir an mit der Erste Bank. Erste Bank hat 46 Millionen Kunden. Rechnen Sie sich aus, eine Bank mit 46 Millionen Kunden, wenn die nur mit 0,1% ihrer Kunden Rechtsstreitigkeiten hat, Prozesse, dann sind das 50.000 Prozesse. 50.000 Prozesse. Raiffeisen. Rechnet euch alle Kunden aus und dann rechnet euch aus, wie viele Prozesse Banken führen. Und dann verstehen wir, warum die so einen Einfluss haben auf die Justiz. Weil ja die ganzen Anwälte, die brauchen ja Beschäftigung. Du kannst ja nicht nur ein paar Kanzleien damit beschäftigen, du beschäftigst ja das halbe Land an Anwälten. Du kannst ja keine 100.000 Prozesse führen, wenn du nicht den Human Power hast. Das ist das eine. Und das zweite ist, du hast natürlich bei einer derartig großen Anzahl an Prozessen deine Leute in der Justiz sitzen. Und du brauchst sie auch in den Medien. Das habe ich schon erzählt, weil der Meier ist ja das klassische Beispiel dafür gewesen, jetzt, heuer. Also der, wo man den Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Steiermark genau in der Zeit oder kurz davor, bevor die Staatsanwaltschaft in der Steiermark verkündet oder veröffentlicht, dass sie Untersuchungen aufnimmt, wegen so Kroatien-Geschäfte, die die Raiffeisen gemacht hat, und wegen anderen Dingen, nimmt man den Generaldirektor vorher aus der Raiffeisen raus und setzt ihn in den obersten Posten von der größten Tageszeitung oder eigentlich von der größten Media, zweitgrößten Mediagruppe Österreichs, nämlich die Styria Mediagruppe. Die macht 600 Millionen Umsatz. Der gehört die Presse, der gehört die kleine Zeitung, der gehört alle mögliche Woche, Woman, dieses, jenes, was, 37 Zeitungen und Magazine. Na, da setzt man den natürlich dort rein. Also, Mann der Zeit ist, sage ich. Es ist wirklich Zeit. Ich kann nicht hergehen wie ein Pilz und ein Strolz, die dort mit ihren Fahnderl um und umrennen und irgendwelche Kommissionen beantragen. Das funktioniert nicht. Aber das Dumme ist, ich kann auch nicht hergehen und sagen, so, jetzt nehme ich die Justiz in die Hand oder unter meine Kontrolle und schicke 20 Lastwagen vor das Finanzministerium.
Also es müsste was passieren, nur die Frage ist, ob man dafür auf die Straße gehen muss. Ich frage mich das oft, weil ich keine Lust habe, mich damit lang auseinanderzusetzen, weil diese ganzen E-Mails und Nachrichten über diese Sabotageakte sind Sabotageakte. An mir als Schriftsteller, als Einzelperson. Und ich kenne unzählige Fälle, die von den Banken verfolgt und einfach enteignet werden. Exekutiert werden. So, und dann kriege ich aber mittlerweile Unterlagen herein, zumindest ist das in Deutschland so, aber das ist etwas, was ich noch intensiver untersuchen muss, definitiv, dass die deutschen Gerichte, oder es gibt ein Gerichtsvollziehergesetz seit August 2012, dass der deutsche Gerichtsvollzieher kein Gericht mehr vertritt, keine Behörde, sondern eine Firma. Und das macht einen natürlich auch nachdenklich. Für mich ergibt das deswegen einen Sinn, weil wenn ich als Familie Rothschild, die seit 200 Jahren im Bankgeschäft tätig ist, ja, weiß, dass ich in 200 Jahren 220 Staatspleiten wegstecken muss, dann weiß ich als Zentralbank, dass ich eigentlich immer wieder Staatspleiten abschreiben muss in meiner Bilanz. Weil als Zentralbank gebe ich denen ja das Geld. So, na, wenn ich das weiß, dann werde ich irgendwann einmal draufkommen und sagen, na, ich müsste ja meine Kreditnehmer irgendwie dazu bringen können, dass das kein Staat mehr ist, sondern dass das eine Firma ist. Weil wenn das eine Firma ist, am Staat kann ich keine Ländereien wegnehmen, wenn ich ihm Kredite gebe. Das geht nicht, weil dann müsste ich dann mit dem Militär einmarschieren und mir das holen. Das heißt, Staatspleiten haben für die Zentralbanken den Nachteil gehabt, dass sie ihre Sicherheiten, sie haben keine Sicherheiten gehabt. Sie hätten dann eben neue Verträge machen müssen. Deswegen nennt man das dann immer Haircut oder Schuldenschnitt oder wie auch immer. Aber dieses Problem hat natürlich dazu geführt, dass man, also wäre ich Zentralbanker, ja, dann würde ich sagen, na, schafft man das nicht irgendwie, dass man eigentlich die Staaten in Unternehmen umwandeln, weil wenn es Unternehmen sind, dann kann ich Betriebsvermögen pfänden. Und ich kann Betriebsvermögen konfiszieren. Das heißt, das Ziel von so einer Zentralbank, wenn man das wie bei einem extremen Wurmloch, also wenn man jetzt ein Experiment macht, ja, einfach ein Zahlenmodell aufstellt, ja, wo man jetzt sagt, was müsste eine Zentralbank, um das völlige Monopol zu erreichen? Wie lange würde das dauern, wie viele Jahrhunderte? Und was müsste sie tun, um dieses Monopol zu erreichen, ohne dass man es merkt? Dann müsste sie letztlich so viel Kredit ausgeben und dann so viel Unternehmen, so viele Kredite ausgeben, dass die so abhängig sind, dass sie letztlich eigentlich über all deren Besitz verfügen kann, weil sie hat ja Forderungen. Das bedeutet, unsere ganze Welt wird von einer Schuldreligion beherrscht. Man redet uns Schuld ein, du bist schuldig, du musst was zurückzahlen, wir haben dir Kredit gegeben. Und wenn man dann draufkommt, dass dieser Kredit wertlos ist, wertloses Papiergeld, weil es nicht mehr gedeckt ist, man nennt es ungedecktes Fiat-Geld, und man buckelt dafür Jahrzehnte, man zahlt Kredite zurück, verzichtet auf Urlaube, verzichtet auf Dinge für die Kinder, für dieses und jenes, dann sage ich wieder, Mann, der Zeit ist. Es ist völlig wurscht, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Bin ich schon über der Zeit? Bald aufhören. Diskussion. So, jetzt kann ich... Ja, wenn ihr die Kamera abdreht, dann würde ich mir gerne eine Zigarre anrauchen.